So, liebe Leute, willkommen zurück. Wir sind fleißig am Gefängnis bauen. Ich habe ziemlich groß angelegt. Da aber bald die nächsten Gefangenen kommen. Es geht sogar, es ist relativ günstig. Kinas, ich glaube, ich mach's noch ein bisschen größer. Jetzt bin ich aber jetzt, wenn ich aber jetzt aus meinem Plan rausgehe, habe ich schon ein Problem, glaube ich. Die beiden hier, die sind natürlich, die nehmen ziemlich viel Platz weg, den man vielleicht anderweitig benutzen könnte. Ich versuch's. Ich versuch's in dem Bereich. So machen wir das. Ganz nah dran. So. Fundament 1. Und dann brauchen wir noch das. Hui, na dann mal zügig los hier. Also heute legen wir die ersten Räumlichkeiten an. Für die Küche, für die erste Kantine und natürlich die ersten Büros. Ich habe das ein bisschen größer gemacht als der Plan ist. Ich hoffe, es fliegt mir nicht um die Ohren. Wir checken es aber gleich ab. Wir werden das sehen, wenn sie hier fertig sind mit den Arbeiten. Zwei Büros sollen wir da bauen. Ja. Bin gerade überlegen. Müsste man vielleicht gar nicht. Man kann auch hier wirklich alles Einzelbüros machen. Warum lege ich so viele Büros ein? Ja, ich habe ja schon ein oder andere Gefängnis gebaut und weiß, gerade im Bereich Personal, dass man für... Man braucht ein Büro für den Direktor, ein Büro für den Buchhalter, eins für den Psychologen, eins für den Sicherheitschef, eins für den Vorarbeiter. Das ist viel. Das sind schon allein 5 Büros, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Die 4 und 5, Buchhalter und der Rechtsanwalt 6. Man braucht schon 6 Büros. Also 6 fixe Büros braucht man, um alle unter einem Hut zu bekommen. Und da hat man noch keine Lehrräume gebaut, noch keine Bewährungsräume gebaut, noch gar nichts. Also ihr seht schon, das ist ziemlich aufwendig an Räumlichkeiten, die man benötigt. Wir haben noch keinen Besuchsraum gebaut, das ist ja auch sowas, ne? Und da kommt man dann schon in Schwulitäten mit dem Platz, ne? So simpel. Aber wir kicken mal. Was jetzt auf jeden Fall blöd ist, dass wir das Elektrizitätswerk da dran gebaut haben. Deswegen reiße ich das auch ab, weil ich kann es nicht stehen lassen. Denn, wenn ich stehen lasse, habe ich ein Problem. Nämlich... kann ich dann hier leider nicht weiter die Kondensatoren anbauen. Versorgung. Killt mich. Ah, Moment. Wenn er das abgebaut hat, glaube ich, kann ich kostenlos abreißen, aber nicht wegwerfen. Wenn er es nämlich nur abreiße, dann habe ich es noch in meinem Unterhalt. Und Licht aus. Und wir brauchen eine Tür. Hier können wir eine Personaltür reinbauen. Und Licht aus, oder? Wir brauchen ziemlich lang. Bis sie so ein Elektrizitätswerk abgezogen haben. Jetzt geht's aus, alles klar. Und jetzt, glaube ich, müssten wir noch eins, jawohl, das müssen wir jetzt nämlich nicht bezahlen. Das setzen wir jetzt hier an. Den Kondensator haben wir auch übrig, so. So können wir das machen. Tipptopp. Okay, das passt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Wände noch wieder zurechtschrauben. Ihr seht hier bei den Zäunen zum Beispiel, da wurden die Wände nicht gezogen. Material. Da muss eine Wand rein. Hier muss eine Wand rein, ansonsten ist natürlich alles offen, ne? Und dann können wir die Planungsstriche eigentlich abziehen. Ne, die können wir jetzt wegmachen, die sind ja unnötig. So. Strom läuft wieder. Perfekt. Das war ja ziemlich teuer, aber es geht noch. Also es hält sich noch in Grenzen.
Weil der Innenausbau ist zum Glück nicht ganz so teuer. Das Fundament häufig ist das, was so ziemlich in die... Haben wir jetzt hier eigentlich einen... Ja. Sieht so aus, ob wir da keine Wand hätten, ne? So ein bisschen von der Form ein bisschen anders. So, dann brauchen wir hier eine große Gefängnis. Das ist die Kantine. Dann brauchen wir... Oh! Oh, wir brauchen mehr Kondensatoren, alles klar. Uiuiui. Uiuiui. So. In Ordnung, das müssen wir natürlich anlegen. Sonst haben wir da ein Problem. So. Was es mit dem Netzschalter jetzt auf sich hat, weiß ich nicht. Wir haben den Netzschalter zwar gesehen im Tutorial, da war er verwendet, aber schaltet die Stromversorgung für jedes damit verbundene Kabel ein oder aus. Ja, aber warum sollte man das tun? Ich meine, es ist auch immer vom Vorteil, wenn man Strom hat. Selbst wenn ich Aufstände habe im Knast, würde ich ja die Stromversorgung nicht kappen. Das wäre ja ein Unding. So. Räume. Ja, das wird cool. Ich habe das richtig, ein richtig gutes Gefühl. Ein richtig gutes Gefühl bei der Sache. So. 1, 2, 3, 4. So, könnte ich jetzt natürlich die einfachen Büros bauen. Können wir ja mal machen. Und wir können noch ein bisschen Platz für größere Büros lassen. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Büro Nummer 1. Das mache ich jetzt. Ich plane noch nicht so weit voraus mit den anderen Sachen. Da muss ich eh noch wahrscheinlich nochmal einen neuen Trakt bauen. Platz lassen für Türen. 1, 2, 3, 4. So. Das ist ja blöd hier, das muss doch weg. So kann ich das nicht lassen. Wände abreißen. Das ist ein Quatsch hier. So, ich würde sagen, dann haben wir... So. Ziegelwand, da kommen die Gefangenen gleich morgen früh, ne? Wir sollten ein bisschen Gas geben. Oder ich sollte vielleicht ein bisschen Gas geben. So. Küche ist klar. Das legen wir jetzt gleich mal an. Räume. Hof haben wir noch nicht. Den mache ich jetzt mal fix hier hin. Provisorisch. Hof braucht ja nichts Besonderes, oder? 5x5. Sicher hinter mindestens einer Tür. Ja, ist er. So, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen eine Küche. Wo ist sie? Das ist... Achso, da sind noch keine Wände da. Aber wir wissen ja, wie groß es ist. Küche. Und das ist Kantine. So, ziemlich groß die Kantine, ne? Naja, wir haben ja vorausschauend investiert. So, hier kommt man die... Hier kommt das Essen dann. Hier wird das aufgerichtet oder angerichtet. Und da wir ja noch nicht so viele... Insassen haben, baue ich noch nicht so viele Tische auf. Wir können die später quer machen. Ich setze die aber jetzt erstmal ein bisschen breiter auf. Wir können das noch optimieren später. Ne, also der Platz ist ja jetzt nicht perfekt genutzt. Sollen sich aber auch nicht hier so ins Essen spucken. Personaltür, da wo er die erste Wand gebaut hat. So, eine Spüle. Die machen wir hier oben ran, würde ich sagen. Spüle 1. Spüle 2. So, den Herd setzen wir hier an. Und zwei Kühlschränke. 1, 2. Personal, zwei Köche. Geht es auf mit dem Kummel, mit der Kohle? Jo. Es sieht gut aus, es geht auf. So, Küche. Küche haben wir. Küche braucht aber Versorgungsmaterialien. Strom, Wasser und was dazugehört. Das müssen wir jetzt hier reinziehen, den Spaß. Ich glaube, da oben hatten wir... So, glaube ich, kann das passen. Da müssen die Elektrogeräte an Strom angeschlossen werden.
brauche ich nicht. Das brauche ich aber. So. Alles klar. Hä, wie steht denn der Herd? Warum steht denn der so weit weg von der Wand? Hm. Hier hätte man ja auch ein bisschen ranschieben können an die Wand, ne? Gut, aber okay, das ist jetzt kein Problem. Die ersten Häftlinge treffen in 2 Stunden ein. Dann brauchen wir Räume. Objekte, Moment, Tür. Büro, Büro, Büro. Da können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Räume. Ne, das sind die ersten Büros. Die machen wir hier hin. So. Dann haben wir Büroschreibtisch 1. Die setze ich immer so ein bisschen verschieden an. Weil die sind ja nicht immer gleich eingerichtet. Der eine mag es halt so, der andere mag es so. So, und dann haben wir hier einen Aktenschrank. Und die Stühle. Der eine sitzt so, glaube ich. Der andere sitzt da. Und der letzte. So. Das könnte man einrichten. Bleibt immer noch Raum für das hier. Ich denke mal, wir können auch da, wenn wir jetzt schon da 4 Büros haben, die nicht genutzt werden, können wir uns vielleicht überlegen, in dem Bereich noch diesen Gemeinschaftsraum für die Angestellten zu bauen. Das wäre eine Möglichkeit, um Platz zu sparen. Kantine ist angelegt. Köche arbeiten schon fleißig. Die ersten Gefangenen kommen. Da haben wir jetzt fast 2 Folgen gebraucht, um die ersten Gefangenen anzunehmen. Aber gut. Gut geplant ist halt gewonnen, ne? Sagt man ja so gerne. So, da schleppen sie schon die ersten Büroschreibtische rein. Wie gesagt, ich könnte mir auch gut vorstellen, hier bei den Räumen, dass wir hier noch was Größeres anlegen. So hätte ich es gern so. Und dann kommt noch eine Personaltür da rein. Genau so. So, und dann bräuchten wir noch Objekte. Da kommt dann... Ja, genau. Hier kann dann auch noch eine Tür rein. So. Da könnte man jetzt zum Beispiel in dem Bereich den Personalraum machen, den großen. Aber, ja, mit einer kleinen, Verbesserung noch. Und zwar, ja, das zeige ich euch später. Das zeige ich euch dann mal später irgendwann. Was ist da los? Was fehlt da? Achso, ein Tisch noch. Ein Stuhl. Ja, dann schleppt ihn mal ran. Ah, da ist er schon. Alles klar. So, da muss noch eine Tür reingezogen werden, da muss noch eine Wand reingezogen werden. Wird angewandt. Okay, das passt. Wir haben ein bisschen wenig Strom. Moment, Objekte, Versorgung. Wir brauchen noch in manchen Bereichen Strom. Hier ist ein bisschen dunkel und ich glaube, hier ist auch ein bisschen dunkel gewesen, ne? Ja, da müssten Lampen einfach mal reingesetzt werden. Dann wird es hier auch ein bisschen heller sein. Moment. Hätte ich auch ganz gerne ein paar... Da sind auch noch Lampen. Da ist einer, die sind hier angeschlossen. In die Ecke. So. Dann ist das da auch nicht so dunkel. Oh, da sind unsere ersten 4. Oh, Leute, unsere ersten sind da. Unsere ersten 5 Häftlinge. Interessant. Gucken wir doch mal, ob das Ganze hier funktioniert. Wir machen mal vom... Und gucken uns die Boys mal an, die wir da reingeholt haben. Oh, der hat grüne Haare. Oder eine Mütze. Was hat denn der? Grüne Haare oder eine Mütze? Ah, der hat eine Mütze auf. Häftling. Mark de Morris. Okay, verurteilt zu 3 Jahren für Forgery. Fälschung. Okay. Boah, der war aber sehr ständig im Knast. Das hat er schon alles abgesessen. Okay. Dann haben wir noch den Wulven, Gareth Wulven, Kaufhausdiebstahl, geht. Was macht Hornig? Gewalttaten. Folter. Okay, der ist auch Wiederholungstäter. Und Green? Besitz. Besitz. Verurteilung, Besitz.
Wahrscheinlich Besitz von Drogen oder sowas, ne? Okay, das sind die. Und Jones? Sachbeschädigung. Freddy the Knife Jones. Okay, überschaubar die Jungs, die wir hier haben. Der Direktor ist schon im Büro. Können wir schon die Olle anstellen? Eine Buchhalterin anstellen. Ja, können wir. Okay. Es scheint so. Haben wir eigentlich diesen Nebel des Krieges? Es scheint so, ne? Dass wir nicht sehen, was da los ist. Aber dann dürften wir hier auch nichts sehen. Weil da ist ja auch kein Polizist angewandt. Ich würde sagen, wegen dem Geld, wir holen nochmal den nächsten Cop. Dann haben wir jetzt drei. Weiß nicht, warum zwei da in der Kantine umhereiern. Das wüsste ich jetzt auch mal gern. Okay. Jetzt gehen sie... Ach, jetzt... Wo gehen sie jetzt hin? Essen gehen sie jetzt. Okay. Ja, ist ja vom Weg her ganz cool. Dann könnte man den Weg jetzt hier noch ein bisschen optimieren. Aber wir sollten auch schauen, dass wir frühzeitig noch Zellen bauen. Weil immer nur in der... Da in dem Bereich, das ist auch nix. Okay, wir müssen hier mehr Lampen bauen. Was ist denn da los? Wir haben, glaube ich, einfach gar keinen Strom. Doch. Was machen die? Trägt Personalschlüssel, Arbeiter. Ach, wahrscheinlich, weil die Räume auch leer sind. Die Räume sind ja auch einfach leer, da ist ja nichts drin. Ach, schaut, da. Ah, das in der Kampagne haben sie es aber cool gemacht, ne? Da hat man schon so... Da sieht man direkt... Das hier auch mit diesem... Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie es heißt. Nebel des Krieges. Also, mich wundert, dass es teilweise echt dunkel ist. Teilweise dunkel, nicht alles dunkel. Haben sie gegessen? Sind sie zufrieden? Das können wir ja schon mal sehen, oder? Ach nee, noch sehen wir das ja nicht. Da brauchen wir ja erst einen Psychologen für. Ja, so, das ist unsere aktuelle Tagesordnung. Puh. Die müssen wir auch nochmal anpassen, glaube ich, ne? Ein bisschen viel Freizeit. Ein bisschen viel Freizeit. Können wir das schon unterteilen, dass jetzt die normale Sicherheitsstufe dann... Ah ja. Die machen nix. Und die gehen ein bisschen länger auf den Hof. Hoffentlich klappt so. Das wäre so der erste Plan. Okay. Sind soweit alle fertig. Morgen kommen die nächsten fünf. Haben wir eigentlich alles jetzt absolviert? Haben wir die ersten Aufgaben absolviert? Ja, sieht gut aus. Dann können wir uns den nächsten widmen, ne? Das wäre jetzt Zellenblock A anlegen. Das wäre das vermeintlich nächste. Okay, Leute. Dann nehme ich die Aufgabe mal an mich. 15 Zellen brauchen wir und dann sehen wir uns. Ihr wisst es. Nächste Folge. Morgen. Ciao.